Abur gesehen und sterben, aber ich glaube, den habe ich auch schon mal empfohlen. Allerdings fand meine Freundin nicht so cool. Aber der hat eigentlich alles. Er hat Zwerge, er hat Alkohol, er hat Schießereien, er hat Ehre. Alles, was man braucht im Leben. Hat er da die Dingens kaputt gefahren? Ey, wo ist denn jetzt die Polizei hier? Wenn ich so einen Scheiß mache, werde ich direkt gefickt. Muss ich jetzt trotzdem Geld da reinwerfen? Aber muss ich trotzdem, okay. Ah, das Ding bewegt sich auch noch, sehr gut. That's how we roll! It's time to judge him. Oh fuck ey, ich sollte aufhören überall gegen zu fahren. Ich bin hier ganz schön hart am Rauchen, also mein Auto, nicht ich. Ich gerade nicht. So, deswegen fahre ich auch jetzt gerade so unfassbar vorsichtig. Aber hier muss ich bremsen. Aber ging auch klar. Fang nicht an zu bremsen. Sehr gut. Was ist denn das hier? Wer hat sich in so eine Kreuzung hier anfangen lassen? Hier ist ja immer was los. Ausweichen, ausweichen. Oh fuck. Sehr gut! Unbedingt, fucking Roan. Ja, ja, ja. Erstmal Daumen hoch von Roman, finde ich gut. Mit der Karre fahre ich jetzt aber nicht weiter, das ist mir ein bisschen zu. Erstmal laufe ich nämlich vor ein Auto. Ne? Das sollte man jedes Mal tun, bevor man irgendwas macht. Dann schnappe ich mir hier den Motorrad. Und dann gehe ich jetzt endlich zu diesem, nicht zum Wegpunkt, ja, da natürlich auch hin. Weil ich will eigentlich zu dem Internetcafé gehen, endlich, damit ich den Lucy-Auftrag auch mal erledigt bekomme. Und es ist ganz schön dunkel. Gut, dass das Motorrad Licht hat. Ich bin jetzt nochmal gespannt, wie sich Minecraft noch entwickelt. Aktuell, muss ja echt sagen, da passiert nicht unfassbar viel mit dem Spiel, oder? Also ich meine, die arbeiten ja mittlerweile gut daran, die Xbox-Version aufzuholen für auf die PC-Version, weil bei der PC-Version irgendwie gar nicht mehr so unfassbar viel passiert. Ist bei DayZ aber leider auch so, weil die ja an diesem Standalone arbeiten. Finde ich sehr schade. Weil DayZ ist halt echt nervig mit den Hackern, obwohl es halt immer noch so ein unfassbar interessantes Spiel ist. War ja auch in der Show, für die, die es nicht gesehen haben, mein Spiel des Jahres 2012. Denn es ist ein Spiel, was Mass Effect 3. Und das Spiel war natürlich The Walking Dead. Ich habe aber noch gar nicht. Ich habe aus 2012 noch das ein oder andere Spiel, das ich auf jeden Fall noch nachholen möchte. Zuallererst Journey. Journey, das habe ich noch gar nicht gespielt und habe ich mir jetzt auch nicht im Let's Play oder so angeguckt. Spiel das dann lieber selber. Aber so weit ist es nicht schon kommen. Die Zeit, die Zeit! Wer weiß, wo sie bleibt. Und verliere ich die immer. Ich hätte gerne als einziger Mensch auf der Welt einen 48-Stunden-Tag. Also das oder mich doppelt so schnell bewegen und denken. Das wäre auch cool. Das wäre quasi das Gleiche. Das wäre angenehm. Könnte ich genauso viel machen wie jetzt und den restlichen Zeit damit verbringen, Serien zu gucken. Yay! So, ist ja dann besonders gut, dass ich hier in so einem heißen Motorrad dann gleich ankomme. Wenn French Tom mir denn zurückgeschrieben hat, aber ich denke schon, erstmal den Helm. Helm einfach wegwerfen, draufgeschissen. So, zwei Nachrichten sogar. Melissa Bellic, du fehlst mir. Ach, das ist Mutter. Ja, fehlst mir, traurig, mein Herz frohlockt. Nico, viele Probleme, schlimme Dinge, korrekt leben. Bitte schreib mir wieder, alles klar. Besser schon, wenn du nicht dasselbe schreibst. Verzeih, dass ich ein schlechter Sohn bin und nicht da bin, um mich um dich zu kümmern. Aber du weißt, dass ich nicht nach Hause komme. Es würde nur Ärger geben, um die schlimmen Erinnerungen wieder zu wecken. Roman, geht es gut. Er lebt den amerikanischen Traum größtenteils in seinem Kopf wie alle Träume. Ja, das tut er allerdings. So, jetzt hier aber. French Tom. Hallöchen! Gerade sah ich, dass du dich für mich interessierst. Stell dich hinten an, oh Gott. Ehrlich gesagt wird mein Posteingang ständig voller, seitdem ich die Anzeige aufgegeben habe. Ich habe Unmengen an Absagen erteilt, bis ich
dich gesehen habe, aber du siehst nicht aus wie die anderen Kerle. Tja, du scheinst weder arm noch fett zu sein. Das ist doch ein guter Anfang. Ich bin viel zu gut für diese Loser. Jetzt mal im Ernst. Wie wär's, wenn du zu 69th Street Diner in Hove kommst? Bring deine Brieftasche mit, denn du zahlst. Ich trage eine rote Rose. Ich bin da meist gegen 18 Uhr. Man sieht sich Tom Rivers. Ich weiß, wo das ist. Wir treffen uns dann da. N. Ach, Nico. Ein Mann der Worte. S. Peyush. 18 Uhr. Wie spät haben wir denn? Sag mir das mein Handy. 15 Uhr. Ist ja noch voll weit hin. Wo muss ich denn da eigentlich hin? Ich kann ja mich schon dann schon mal dahin bewegen. Date. Ja, das ist natürlich weit weg. Huch. Ja, treffen mit French Tom, das weiß ich doch. Das ist Erinnerungsfunktion. 2 Stunden vor deinem Termin wird mir das, werde ich erinnert. Ja, das ist ja geil. Ja, dann begib dich zum Daimler, um dich mit French Tom zu treffen. Das ist jetzt der Plan. Niu, niu. Ja, so richtig geil. Was sind hier schon wieder für aggressive Attitüden auf der Straße? So geht das aber nicht. So, French Tom, du geile Sau mit der roten Rose. Da sitzen 2 Leute, das ist also... Hey, are you my date? Thank God. You never know who's going to turn up when you've met someone online. Yeah, all sorts of sickos can use the internet. You have to be careful. I'm Nico. So, Nico, what do you do? I do a lot of things. What's your job? 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 Everyone's talking about this job guy. I haven't met him and I don't want to. Mr. Job sounds like an asshole. Really? What type of man do you want to meet? One with a lot of money. Do you know Gay Tony? Runs Hercules and Maisonette 9? I'll tell you a secret. He pretends to have the dollars, but he is broke as hell. The loser. If there is one thing that I hate more than fat people and cripples, it is poor guys. Is that why you borrow money that you can't pay back? What are you talking? You got a bad knee or something? Is that why you're standing? You've got a gun? I'm not into that sick shit. Go play with some other man. Ah! Bekreu mich ja! Now you die! I have a... Gut. Holy fuck, ich werde beschossen. Holy fuck. Ja, genau, jetzt telefonieren. Super Idee. How was your date, bro? Not so good. I don't think we'll be seeing each other again. I don't think he'll be seeing anyone. Anyway, your profile's still up there, bro. There's all sorts of crazy pictures on that site you can get into. Real freak, you know? I'd be getting involved with some of that internet dates. Halt dein Maul, Brucey! Models, you know, or VIPs, who could be models. Not many of them online, yeah? Catch you later, big guy. Later. Damit habe ich nicht gerechnet. Ganz ehrlich nicht. Da war jemand, der mich... 2 Leute, die mich richtig hart mit Shotguns beschossen haben. Dann fand ich da... Hui, 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 hui. Das ist hier so ein scheiß Bullenauto. Blöd. Mir geht's ja noch richtig gut. Ich sterbe eigentlich bei dem kleinen Scheiß jetzt. Hab zwar erstmal ein Auto bekommen. Taxi, Taxi. Get out of there, come on. So, wie kann ich mich... Ah, ich kann mich am Hotdog-Stand kann ich auch wieder eben dazu bekommen, ne? Wo ist denn hier so ein fucking Hotdog-Stand? So, ist hier auf der Straße nicht irgendwo Hotdog? Oder ich könnte einfach ins Diner gehen und was snacken. Das ist nicht eine gute Idee. Das ist eine erstklassige Idee. LOL! Nein, bist du nicht. Geh weg von mir. Geh weg von mir. Gib mir Essen. Gib mir Essen. Achso. You look famous. Can I help you? Ja, gib mir einen Burger, so dass er mich nicht absticht. Gib mir Leben. Yes! 1 Dollar für volles Leben. Damit kann man doch arbeiten.
So, next stop ist... Brucey ist immer noch nicht fertig mit mir. Ja, natürlich nicht. Dann geht's weiter mit Brucey. Jetzt haben wir keine Frage. Wobei ich vorher noch mal kurz die Michelle anrufen könnte. Eigentlich fällt mir dann mal so auf. Hi there, it's me, Nico. You want to hang out with me? Yes. I'm not doing anything interesting. Pick me up in an hour. Great news. Damn. Oh, interessiert ihr das, dass ich mit einem kaputten Taxi jetzt komme? Ich hoffe nicht. Wo ist Michelle? Ich habe jetzt gerade nicht angezeigt. Finde ich in Ordnung. Was sagt ihr eigentlich, wenn ich da mit einem Polizeiwagen auffahre? Das würde mich... Hä? What the fuck? Wieso habe ich denn jetzt die Bullerei am Sack? So haben wir aber nicht gewettet. Was habe ich gemacht? Habe ich irgendjemanden überfahren oder mitzubekommen? Ist natürlich nicht so gut. Das ist jetzt natürlich ausgezeichnetes Timing hier. Michelle mag meine Klamotten ja eh. Ich nehme nochmal deinen Wagen. Und Brucey hat mir geschrieben. Hab über dein heißes Date auf der Liberty Tree-Seite gewesen, Alter. Da hieß es, du sähst alt aus. Du musst was dagegen tun, Alter. Ich lass mich die ganze Zeit spritzen. Das muss dir nicht peinlich sein, gut auszusehen. Alter, das ist so ein behinderter Spackomat, ey. Das ist unfassbar. Ach ja. Oh, hi Michelle. Lady. What up? Ja, nicht gegen mein Auto laufen, das ist brandneu. Habe ich gerade erst erworben. Ja, bring Michelle irgendwo hin, wo sie Spaß hat. Ich habe leider komplett vergessen, wo sie Spaß hat. Das ist natürlich ein bisschen unangenehm. Ich weiß nicht, ob sie Dart spielen mag. Ich habe jetzt auch ehrlich gesagt nicht Bock, schon wieder Dart spielen zu gehen. Pool spielen, ich habe... Ich kann mich nicht entscheiden. Bar klingt gut. This car, is it new? Oh, you're wearing that again. Good. Ich frage mich, ob das Ironie ist mit diesem, du trägst das wieder, sehr gut. Ich frage mich, ob die mich verarscht, die kleine Nutte. Ja, wahrscheinlich nicht. Außerdem ist das gar keine Nutte. Soweit ich weiß, habe ich die bisher noch nicht bezahlt. Ich will hier keine großen Unfälle bauen. Mit der Lady neben mir. Alter. Okay, hier sollte ich auch weg. Ich will ja nicht Leute umbringen. Okay, sorry. Funktioniert alles ausgezeichnet hier. So wie es sein soll. Oh, Moment, die Bar kenne ich doch sogar. Ja, aber looks okay ist doch schon mal was. Oh nein, ich bin jetzt nicht betrunken, oder? Oh Gott, ich wusste es. Oh no. Oh nein! Do you think those guys were crooks? I don't know about that kind of thing. So, did you drink in there? I could swear it was just me knocking back that stuff. Shit, I do not know. I cannot really remember. You're a strange girl, Michelle. Funny girl, I do not know. Oh scheiße, zu labern, Nico. Die Frau nicht drauf. Ich weiß das. Alter, das ist anstrengender als alles auf der Welt. Boah, scheiß die Wandern. Ich bin betrunken, wa? Na dann. Can I come in? Sure. I like you. But let's be careful, make sure no one gets burned. Great. We'll have fun. Ayo! Okay, ich komme mir blöd vor, dass ich das so gesagt habe. You're special. You're great, Nico Bellic. You're great. Oh, that's great. Speak up a little. Ich glaube, ich bin great. That girl's a good listener. That girl is a good listener. Genau, so ein Scheiß, Nico. Hast du gerade gevögelt? So, auf zu Brucey. 100 yards. Ich sehe gar nicht, dass ich sehe da, glaube ich, wohl so was wie Navi. Armaturenbrett. Ich weiß ja nicht. This is 10 left.
Ja, geht mir alle hier aus dem Weg. Das ist ja eine furchtbare Straßenkombination. Oh, Alter, Vater.